herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Let's Be Banished. Staffel 2. Es ist Frühwinter, so wie der Winter eben auch anfängt. Fängt er mit leichten Minusgraden an, es schneit erstmal. Es hört wieder auf mit Schneien und es bleibt grün, okay. 30, wir haben wieder 3 hinzubekommen. Das ist fast fertig. Wo? Hier ist ein Lagerhaus. Ich hab gerade schon gewundert. So, einmal klein. 5 Erwachsene sind jetzt hier schon. Das Haus ist jetzt auch fertig. Okay. Jetzt wird's richtig Winter. Oder? Bleibt das jetzt liegen? Bleibt immer noch nicht liegen. Eigentlich will ich mich ja hinter verbreiten, ne? Wenn wir jetzt hier natürlich ganz viele Häuser haben, ist natürlich umso besser. Natürlich, wenn ich jetzt hier einfach mal so, just for fun. So ein Feld errichte. Ich sag jetzt mal Mais. Nee, hier wird nicht gearbeitet. Ich sag jetzt einfach mal. Nee, kein Holzhaus, ein Steinhaus. Jetzt ist nämlich Winter. Jetzt müsste es ja eigentlich auch sich endlich mal hier die Natur weiß färben, oder? Hier ist am großen Fluss. Mal gucken, ob ich hier am großen Fluss noch eine zweite Fischform bekomme. Zweimal R. Klappt. Guck mal, jetzt haben wir wieder plus 1 Grad. Das sage ich eben. Ne? Es kann durchaus milder werden, aber auch durchaus frischer. Guck mal, wie das ausschaut. Schaut richtig schön aus. Können wir ein Foto machen hier davon. Ne? Upsala. Wo gehört der mit jetzt dazu? Fischfarmer. Ach, da gibt es eine direkte Abteilung, ja. Jetzt ist mir es aufgefallen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie ich dieses X betätigt habe. Ich möchte aber dieses X betätigen. Das geht ja ziemlich schnell. Natürlich alle Arbeiter dort sind. Ein Haus müssen wir noch bauen. Das heißt müssen. Können. Wir können auch 2 bauen. Wir können noch 2 Stück bauen. Und zwischen den 2 Stück
Oder nee, das machen wir hier. Guck mal, hier tun wir erstmal Weg hin pflanzen. Und hier kommt noch eine Brücke rüber. Können wir keine Brücke hinsetzen. Spätwinter und es wird jetzt erst weiß. Im Spätwinter. Okay. Okay. Mal kurz gucken, ob wir hier... Können wir hier was drüber setzen? Nein. Können wir hier was drüber setzen? Nein. Können wir hier was drüber setzen? Nein. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Ach, muss eine Brücke nehmen. Stehenlack. Natürlich geht das. Natürlich doch. Natürlich geht das doch. So. Jetzt sind alle wieder mit Werkzeug versorgt. Ich bin super happy. Guck mal, das ist schon fertig. Das ist auch gleich fertig. Ja. Wohnen jetzt nicht mehr so viele zusammen. Und die alte Gefolgschaft sozusagen, die junge, hier hinten im Haus, genau, Bergarbeiter, Fischer, Kind, Teshawana und Kimberlin und Sevio. Okay. Wir haben noch 30, wir haben Spätwinter, das bedeutet 11 Bauern. Mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wozu zählt das zum Bauer? 12. Einen mehr. Das zum Arbeiten freigeben. Und das zum Arbeiten freigeben. Ah. Nee. Nee. Hm. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Müsste jetzt sogar einer über sein. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nur 12 Felder. Es war ein milder Winter mit leichten Minusgraden, würde ich nur kurz anmerken. Wenn ich jetzt hier 13 setze, hier ist einer. Okay. Das ist auf irgendeinem Feld 2 von 2. Irgendwo ist hier 2 von... Ja. Niemals. Machen wir das wenn dann hier. Aber auch hier können wir es nicht machen. So. Wir haben Stein, haben wir genug. Hier erstmal 0. Stein haben wir genug. Ja? Stein wegmachen. Eisen haben wir genug. Eisen wegmachen. 5 normale Arbeiter. Super duper. Die Kirschbäume, die wachsen auch. Sehr gut. Haben jetzt 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Also ja, 4 mal 5 sind 20. Hätte ich auch machen können. 20 Stück. Das ist schon mal gut, 20 Stück. Das können wir noch nicht aufteilen. Ich glaube, man könnte es nur aufteilen, wenn man ein zweites Gehege irgendwo bauen. Was ich hier in diese Region bauen wollte, obwohl hier könnte...
Noch eine Plantage hin. Also wir haben jetzt schon viele neue Felder, ne, die bewirtschaftet werden können. Nur manche werden eben nicht bewirtschaftet. Oder, was ist das? Ein Fischer. Was ist das? Ein Kind. Das ist ein Tunnel. Ah ja. Gesundheit müsste ja auch langsam wieder hochgehen. Ich gucke gerade mal, wie viel gerade Fläche hier noch zur Verfügung ist. Haben wir jetzt schon richtig viel gebaut. Hier müsste ja eigentlich, hier passt das ja noch hin. Aber hier passt das ja noch hin. R. 4. Und 4. Hier passen noch zwei Häuser hin. Nebeneinander. Da wird es ja richtig eng hier gerade mal. Ja, dann wird das unser neuer Stadtteil hier. Mal kurz schauen. Wenn wir neue Bewohner bekommen. Stück wären das ja dann. Und hier hinten werden wir den Weg hier noch verbinden. Könnte man hier sogar noch eine Baumplantage hinsetzen. Etwas größere. Etwas größer geht gar nicht, aber Obstgarten könnte man errichten. 0 von 2. Das ist ja nicht so das Problem, weil hier ist, kommt nämlich der Sammler. Sammler, oder? Ne, ein Arbeiter. Macht das hier weg. Bräuchte nur noch den Baum hier fällen. Mais. Ja, warte mal. Mais. Warte mal. Hier. Mais. So. Mais. So. Das ist ja. Okay. Kirsche. So. Noch haben wir keine neuen Bewohner, deswegen sind die Felder erstmal auf Reserve gestellt. Kann man hier einfach einen Weg drüber bauen? Ich probiere das mal kurz aus, den Weg hier weiterzuführen. Ich führe den mal so. Könnte ihn ja theoretisch so setzen. Wenn man ihn so setzt. Könnte ihn theoretisch so setzen. Das klappt auf jeden Fall schon mal. Würde das auch funktionieren? Upsala. Na, so. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Auf der Größe hier. Achso, also wieder 0 von 1 abbauen. Okay. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Was ist das hier? Nee. Was ist das? Das? Das ist ein Arbeiter. Okay. Die hier haben wenig Essen. Und das ist gleich fertig. Ich finde aber, die Stadt entwickelt sich prächtig. Immer mal ein Haus, immer mal ein
ein bisschen. Ja. Okay. Brücken haben wir jetzt schon gebaut, dass wir woanders was machen könnten. Warum bauen die hier an? Kann mir das jemand sagen? Was macht der? Das ist ein Viehhirte. Und der bringt gerade hier wahrscheinlich Wolle hin, oder? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ne, Eier. Eier bringt er hier hin. Tue ich hier doch mal noch einen Weg zur Scheune hin. So. Und hier ein kleines Teil, was die hier ablagern können. Wir haben schon wieder Frühsommer. Guck mal, so schnell vergeht die Zeit. Die Felder müssen natürlich auch. Guck mal, jetzt steht Ernten. Hier kann ich jetzt ernten. Hier könnte ich theoretisch auch ernten. Das sind alle über 60%, also das hier vorne. Das könnte vielleicht einen Schuss wegbekommen. Das bedeutet, wenn wir jetzt Frühsommer haben und wenn der Spätsommer vorbei ist und Herbst wird, könnte eine neue Winterperiode anstoßen. Das bedeutet, dass diese Winterperiode wahrscheinlich circa, möchte jetzt nichts behaupten, sehr zeitig anfängt. Sehr, sehr zeitig anfängt. Wir haben inzwischen keinen Ertrag. Ich suche gerade meinen Kuli-Schreiber, meinen Kugelschreiber. Habe ich den denn? Ich klopfe mal ein bisschen auf meinen Schreibtisch rum. Da krabbelte eine kleine Spinne. Hatte mich vorhin so ein Fensterrand weit aufgehabt, weil schöne warme 12 Grad draußen waren. Und das eine Haus hat kein Essen. Und das andere auch. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, warum die kein Essen haben. Erstens nichts auf Lager ist und zweitens hier vorne nicht so schnell Nahrung hinkommt. Ist aber eine schöne Umgebung jetzt hier zu wohnen. Ne? Screenshot machen. Von wo schaut es noch schöner aus? Von hier so, ne? Oder? Ja, von hier. Schaut doch super aus. So. Es ist jetzt Sommer. 23 Grad, also ist auch nicht so ein warmer Sommer. Ich kann ja mal unten der Videobeschreibung eine Grafik reinstellen. Jetzt wird nämlich schon geerntet, super. Von Banished, von der ersten Staffel und von der zweiten Staffel, wie vielen Jahren eben und in welchen Abständen da der Niederschlag, Schnee wie soll ich das jetzt sagen? Die Temperaturen, ne? Also unten in der Videobeschreibung seht ihr eine Zusammenfassung von den Temperaturen in Banished. Oh. Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht.
Ja, das steigt doch gerade wieder. Hier sind 20 Mais drin und hier vorne ganz, ganz viel Paprika, Mais, Eisenwerkzeuge sind auch 44 drin. Hier ist noch kein Ertrag. Sind schon ein Dorfbewohner ist schon mehr. Also jetzt baue ich erstmal keine Häuser mehr. Weil da müssen mindestens zwei Erwachsene pro Haus sein. Hier ist ein neuer Bewohner. Der Atturmann. Siehst du mal. Zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Erwachsene, ein Kind, zwei Erwachsene, ein Kind. Zwei Erwachsene, zwei Erwachsene, zwei Erwachsene, ein Kind, 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 zwei Erwachsene, ein Kind. Läuft doch super. Super Verteilung. Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Ja, ihr kommt nicht so schnell an Lebensmittel ran hier unten. Aber guck mal, die haben jetzt auch wieder Lebensmittelvorräte. Und wo war jetzt noch ein Kind hinzugekommen? Hier? Oh ja. Leonidat. Und die haben jetzt 7 Fisch, 81 Mais. Was war das andere? Brennholz nehme ich an, ja. Brennholz gibt's ja hier. Da gibt's Brennholz. Das Scheuchen, das gefällt mir. Guck mal, hier ist das Einzige, was überfüllt ist. Also drei Erwachsene, ein Kind. Da brauche ich jetzt aber kein extra Haus für. Guck mal, im Frühherbst wird schon wieder wärmer. Seht ihr das? Wird schon mal richtig warm. Wir waren vorher, glaube ich, im ersten Jahr 9 Grad, kann das sein? Bin mir gerade übelst unsicher. Sehr gut. Aber ich muss sagen, wir brauchen einen neuen, der Brennholz herstellt, weil der dort oben, der reicht wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich will mal gucken, ob der hier zwischenpasst. Das wäre der Hammer. 5 Blöcke braucht der Platz. Nee, das passt nicht ganz. Das passt auch nicht ganz. Hier drüben würde der ja super hinpassen. Machen wir auch gleich mal. Bauen wir mal hin. Also Holzhacker. Der will gleich Holzhacker werden oder wie? Kräutersammler. Der Kräutersammler hat nichts zu tun. Achso, der dahinter ist halt Zacker. Ne? Genau. Der baut das hier noch schnell. Sehr schön. Na, wenn sich dann mal die Stadt in die Richtung verteilt, müssen wir dann später mal noch hier eine Brücke drüber setzen. Das können wir mal gleich mal machen. Wege, Brücken. So, dass wir den Anschluss haben. Und den Anschluss können wir hier zwischensetzen. So.
Haben jetzt wieder zwei Baustellen, hier eine und hier eine. Ja, ist doch perfekt kombiniert. 3 zu 1. Wir haben wieder hier das Ding weggeklickt. Gibt's doch nicht. Wir haben im Herbst 12 Grad plus. Alles ist in Ordnung. Mhm. 31 Bewohner, 16 Kinder, also für mich läuft es gerade. Ich sehe gerade, dass ich super lange schon aufgenommen habe. 27 Minuten sind schon fast, 26 Minuten, 20 Sekunden sind gerade. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Banish Staffel 2. Ich bin ZDKSSTV im südestmoralischen Fernsehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.